So, heute geht's tatsächlich rein ins Match gegen den FC Saarbrücken. Nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen umgebaut haben, den Kader aufgebaut haben, gibt's heute tatsächlich das Match. So, ich gehe mal kurz in die Teamzentrale, weil ich habe ja den einen oder anderen. Ich habe ja noch Brenn Andresen verpflichtet, den ich jetzt hier zurückgeholt habe, mehr oder weniger. Der kann nämlich beide Seiten spielen. Und der kriegt natürlich auch seine alte Trikotnummer, die er ja bei uns hatte. Also Limnios ist weg. Dafür ist. No, das wird intern gelöst. Und ja, das wird halt mit Thumann, der soll es halt versuchen zu richten. Das weiß ich ja an George, der den Stammspieler kriegt, den Neuenberger. Also es wird auf jeden Fall um intern gelöst, das ist klar. So, Alternative haben wir natürlich. Klar, leider momentan Lovro möchte ich gerne wieder zurückholen. Ich hoffe, dass er dann kommt. Und vielleicht auch Nils Petersen. Das wäre so die. Wären so die Möglichkeiten, die wir so auf der Bank hätten. Vielleicht dann irgendwann. Dann hätte ich zumindest bis auf Limnios meine Verluste wieder aufgefangen. So, ich muss natürlich ein bisschen rotieren, das ist klar. Ihr seht schon, die Mannschaft ist ein bisschen angeschlagen. Hinspiel war übrigens 2 zu 2. Und deswegen wird es heute ein bisschen mit Rotation richtig. Gerade, ob ich da ein bisschen. Ja, es muss halt so jetzt erstmal durchgehen, irgendwie. Müssen aufgrund von. Einige, weil einige Spieler angeschlagen sind, ein bisschen rotieren. Ja, oder haben wir jetzt noch schnell, bevor es ins Match geht, noch was? Nee, kann man nicht. Alles klar. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht nach dem Match noch ein, zwei Neuzugänge. Ein, zwei Neuzugänge. Ja, begrüßen dürfen. Gehen wir erstmal ins Match. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Auf geht's! Ja, das haben sie tatsächlich ein bisschen auseinandergerissen. Eine kleine Krise mit zwei sieglosen Spielen. Schuromasel, 1-0. So früh das erste Tor machst. Wichtiger Treffer. Das hätte der Torhüter besser lösen müssen. Kann er normalerweise auch. Frühe Führung besser von in ihm. Saarbrücken. Dritte Minute. Und so fällt das Tor. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Also 91 steht unser Fest schon für die neue Saison. Das wird der Kevin Schumacher sein vom. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den vom FC Hansa Rostock. Sehr gut aufgepasst. Ja, wir haben drei Abgänge, wovon einer wieder zurückgekommen ist. Ja, da ist Platz jetzt. Beziehungsweise mindestens drei Leihspieler sind weg. Also Andresen ist vom HSV zurückgewechselt, aber ist quasi im Leihtausch zu uns zurückgekommen. Das war fest, 5 Jahre. Nur wo er wechselt zu RB zurück. Da sind sie nicht dran, ihn zurückzuholen. Er zeigt auf den Punkt, Elber. Und Limnios ist zum ersten Sekunden zurückgewechselt. Es gibt übrigens noch Peter auf der Brücken. Handspiel. Ich gucke mir das nochmal gerade kurz an. Latteia, ja. Okay, kann man diesmal geben. So, kann unser Torwart da gerade was lösen? Chance auf den Ausgleich. In der Ecke war, aber Biala 1-1. Hinspiel ist auch schon unentschieden.
Den Elfmeter hätte er fast gehalten. Wir sehen es nochmal. Er ahnt die Ecke. Aber der Ball ist zu präzise, zu hart. Für mich unhaltbar. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. So, jetzt vielleicht mal Andresen. Der soll jetzt ein bisschen... Vielleicht die Führung jetzt. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Ah, na schade. Ich habe die Kette da hinten rübergelegt. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spielstand. Da ist der Ball weg. Ja, kein Foul, ne? Schiri, Mangala, ja, ja, so blöd, Andresen. Ah, Mangala, so packen wir. Ah, Schiri, komm. Da muss er natürlich Freistoß geben. Keine gelbe Karte, verwundert mich so ein wenig, aber die Ermahnung gibt es doch. War schon ziemlich gelbwürdig. Für mich war es kein Foul. Für mich war das natürlich extrem fair. Ja, Fakt ist, der Freistoß gibt es für Saarbrücken. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Aber ist nichts passiert. Erstmal bei diesem Spielstand. Kurzer Blick nochmal zurück auf das Tor, das den Ausgleich brachte. Ach, blöder Handelfmeter. Es war eine blöde Situation, aber es gut dazwischen gegangen. Ja, guter. Guter Ball. Ah, schade. Schiri, der hat schon gelb. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Serginho sieht da gelb für. Wir kriegen den Freistoß. Naja. Sie lassen Ball und Gitter. Basis, Entschuldigung. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Da ist er alleine durch. Und Tor für Saarbrücken. Spiel gedreht. Herrlich, wie er das macht. Wir schauen auf die Wiederholung. Tankt sich aber durch, willensstark, unwiderstehlich und perfekt der Abschluss. Oh Mann, ey. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Also, Saarbrücken dreht aus dem Spiel. Schiri, der hat doch schon gelb. So hingeht, da muss er doch mal mindestens, da muss rot geben. Ey. Das kann doch nicht sein, dass er da gelb gibt. Nur. Der Torschütze Günther Schmitz sieht gerade gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Für mich war es ein roter, weil er klar hinten in die Beine rein ist. Hendrich. Hendrich. Ah, schade. Und das gibt Ecke. Also, wie gesagt, das war das erste Team, was wir nicht Ecke schlagen konnten, soweit. Gut vom Torhüter. Die Ecke ist kein Und Problem. Jetzt das zweite Spiel auch nicht zu gewinnen. Also nach unserer langen Siegeserie dieses Unentschieden. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Jetzt lassen sie sich hier. Eklav! Eklav! Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt. Dazu hat wirklich die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Schöner Pass jetzt. Ja, guter Ball. Das könnte es sein.
Das ist nicht wahr, ey. Und Janic hat gesagt, nö, den... Und sagt der Keeper, den nehme ich mir mal. Nach dieser Tollparade, aber sie machen natürlich eine Menge Druck, von daher für uns, ne? Weiter an den Ausgleich. Und es gibt den nächsten Angriff, könnte also die nächste Chance werden. Andresen! Und Brandt sagt wieder, nein, das ist meiner. So, Ecke kommt. Gute Parade bei diesem Eckball. Und dann ist Halbzeit. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Ärgerlich, 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 ärgerlich. So, zweite Hälfte läuft. Rollt, die zweite Hälfte läuft. Und Angstgegner, Saarbrücken, Fragezeichen. Zwei Tore brauchen wir. Bis jetzt haben wir es relativ gut gemacht, muss ich sagen. Die Chancenbewertung ist natürlich das andere. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Eckhoff, quasi. Die Chance auf den Konter. Konter! Am ersten vorbei, am zweiten vorbei. Schubasek. Genau hinschauen jetzt. Eckhoff, Ausgleich. 2-2, 52. Wenn sie sie so kommen lassen in Überzahl, dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Da bist du im Gehäuse machtlos. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Eckhoff. Eckhoff. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Ha, schade, das wird keiner. Also steht einer, aber keiner von unseren Leuten. Latei, ja! Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Oh, Tor! Oh, ein Eigentor. Eigentor, 3-2, jeder Spiel gedreht, 58. Und dann Neuer, wieder vorne ein bisschen beschäftigt. Ja, vielleicht haben wir doch einen, ein Spieler, den wir eigentlich nicht auf der Liste bisher hatten. Das ist bitter. Da kommt eins zum anderen, ist unglücklich. Ist aber kein Eigentor. Ja, anders kann man es nicht beschreiben. Was muss er jetzt abhaken? Doch. Also es ist ein Handspiel sogar, aber es ist egal, der Ball ist eh drin, sonst wäre es ja später gewesen. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Also die erste Aufgabe schon mal. Grillspiel ist gedreht. Gut und fair, das Tackling. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Toni Kroos ist zum FC Liverpool gewechselt und Großer verlässt Liverpool? Real Madrid. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Hätte vielleicht gefährlich werden können, aber der Ball ist erstmal weg. Andresen. Sick, der aber wirklich an allen drei Toren beteiligt ist. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Angriff könnte was werden. Situation geht noch weiter. Erstmal schwarz zweimal jetzt. Saarbrück macht wieder. Mal, geht wieder bis, kommt jetzt ein bisschen rein. Schwarz, sehr gut gemacht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gute ja, schade. Da passt er auf. Gute Aktion jetzt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. 3-3. Jetzt wird es spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Oh, mit der Hacke, der Drecksack.
So, da, und mit diesem Tor Man of the Match, Basek geht raus. Zwei Assists, ein Tor. Bisher hat es funktioniert. Ah, ich komme jetzt nicht rein in diese Situation. Henrich. Tolles Dribbling. Da sind sie alle. Ja, ist ein bisschen jetzt alleine da vorne. Ah, mach zu. Diese letzten Sekunden, da kommt er noch rein in die Situation. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Vielleicht die Führung jetzt. Steiner! Der Ball geht knapp daneben. Das, auch das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Richtig, da hätte man wieder wechseln, was machen können. Thomas, kommt jetzt der Heinrich. Schöner Pass jetzt. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Das könnte das ist nicht wahr. Da ist aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt wird es die Auswechslung geben. So, Ecke kommt. Das ist nicht wahr. Ja, sie gehen hier in Führung und das kurz vor Schluss, ganz wichtig. Das war's. Wir werden Saarbrücken nicht schlagen können diese Saison. Beide Spiele zumindest nicht zu gewinnen. Aber hier noch ein Punkt mitnehmen, das ist die andere Sache. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Und es bleibt dabei. Wir kriegen, haben eine Krise. Wir haben das eine Spiel, als der letzte vier Spiele gewonnen. Aber jetzt müssen wir vielleicht zumindest noch viel Zeit, um hier zurückzukommen. Harman, bleib doch weg da. Jetzt können sie vielleicht kontern. Er zieht vorbei. Der Konter läuft. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Wir kriegen ihn nicht vorbei. Jerry, der hat schon Geld. Wundern, wenn das hier eine Karte gibt. Das war jetzt und das war's. Saarbrücken schlägt uns tatsächlich. Bringt uns die vierte Saisonniederlage bei. Da kommt der Schlusspfiff. Jetzt tut sich hier also nichts mehr. Die beste Auswärtsmannschaft verliert also hier ihr Auswärtsspiel. Das hätten sie nicht erwartet, weder die Fans noch die Spieler. Sie gehen mit der besten Auswärtsbilanz in dieses Auswärtsspiel. Aber nichts ist. Am Ende gehen sie hier als Verlierer vom Platz. Und da kannst du dir für so eine Statistik nichts kaufen. Du musst die Leistung auf den Rasen bringen. Krise, Krise, Krise. Von den letzten vier Spielen eins gewonnen. Trainer, ich hab jetzt gerade keine Lust auf ein Interview. Hilfepokal gegen die Bayern. Als ob es so einfach wird. Na, auswärts auch noch in München. Ja, geil. Aber gut, gucken wir mal, was wir da jetzt haben noch. Ein Zwischendings. Du warst zurück. Für 2 Jahre kommt er zu einer RB zurück. So, ich glaube, also ein Ruhetag war. Petersen ist jedenfalls ausgeliehen und damit ist die Aufgabe gelöst. Also 2 neue Spieler noch dazugekommen. Für ein halbes Jahr. So. Gut, dann machen wir das, was man hier zu Ende hier schnell.
Na, irgendwo für Kirsch. Zwei Jahresleihe. Ach, ist egal, komm. So, jetzt haben wir es soweit erstmal durch. So, und wo wir jetzt wieder reinrutschen vorne als Sturmspitze. Und damit habe ich zumindest zwei meiner Spieler wieder verpflichtet. Zwei meiner Top-Spieler wieder sind mir zurückgeholt. Erstmal wieder. Mit der 35 bleiben wird wahrscheinlich aber in der neuen Saison die 10 kriegen. Kaputte Blocken. Also dann gebe ich den Verein, also gehen. Ja, gehen würde. Kann ich mir noch, muss ich mir. Ich habe ja noch ein paar Leute. Ich habe ja meinen jungen Keeper. So. Ablehnen. Der Kolbe wechselt für 750.000 in die Türkei. Eine C-Bewertung. Sehr geil. Okay. Gut. Guter Preis. Gut. Wir haben ja noch einen Keeper. Das ist nicht. Das tut jetzt nicht weh, aber. Dann haben wir auch die Aufgabe geschafft, ne? Wir müssen da jetzt noch weg, Kirsch, ne? Ja, wenn ihr die Kirsch nach allerletzt für 6 Monate. Ich guck gerade, was ich hier noch. Ich habe ja. Eigentlich habe ich ein älteres Spiel, in der älteren Spieler ja verpflichtet, oder? Ich sage eigentlich gehen. Guck gerade, ob ich die Ziele habe. Ach, ich muss nicht kaufen. Jetzt noch mal so ein Spieler verpflichten oder was? So kurz vorm Ende. Na, warte mal. Ich kann jetzt attackieren. Ich brauche kein Tor verpflichten. Ich kann ja gucken, ob ich noch lieber verpflichtet bekomme. Also ein Junge, so 30.
zumindest für ein Jahr oder so. Ich gucke gerade nur als Alternative, ob ich da eine Möglichkeit habe, ob ich da was machen muss. Sechs Monate aus, da kann ich mich verpflichten. Ist nicht neu. Ich werde das noch geben, aber ich muss ja, wie gesagt, ich muss es ja wirklich mit den Dings machen, wenn ich mir den jetzt für ein Jahr noch verpflichte oder so von der Hertha. Noch im halben Jahr auf aus. Machen wir hier einen kleinen Break und Gottes. Also die Bayern haben sich Dings was. Okay. Ich will halt die Aufgabe lösen, das ist es halt. Ja, wäre natürlich toll, wenn ich jetzt noch sagen könnte, ja, ich könnte mir jetzt ein Spiel von der freien Spielerliste so schnell angeln. Wie ist das? Nur um diese Aufgabe zu lösen. Weiche ich jetzt tatsächlich mal ab, ich darf eigentlich keine Spieler von der Pflichten für eine freie Spielerliste. Ich gucke, dass ich jetzt nochmal einen kriege. So, da jetzt irgendwie nochmal einen Spieler haben, der über 30 ist. Es ist nur jetzt einfach, um die Aufgabe zu verpflichten. Nicht, um jetzt irgendwie was groß zu machen. Pff, kann man haben, die gibt zwei Geister, ist mir egal, ich soll auch gekauft werden. Geh halt. Okay. Schade. Gut, was war schlecht? Zu Frage, wer da kommen würde, oder kommen würde.
Ja, das werden wir nicht heute erfahren. In der nächsten Folge geht's im DFB-Pokal nach München. Und da geht's um den Einzug ins Halbfinale. Schafft Bayreuth die Mega-Sensation. Oder kriegen wir sowas voll auf die Fresse? Wir werden sehen. Wir sind nämlich voll in der Krise drin gerade. Einer der letzten 4 Spiele nur gewonnen. 2 Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, und dann reist du nach München. Naja, ob du schaffst, weiterkommst, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Wir sehen uns dann. Bis morgen. Ciao.